Sehr warme Wüstenluft kommt zu uns nach Deutschland. Wir haben Sahara-Staub und die Konzentration des Staubes erreicht jetzt zur Wochenmitte ihren Höhepunkt. Also das Licht zum Teil wirklich sehr fahl und das Ganze sehr gedimmt. Aber wir sehen auch, dass hier die Warmluft weit nach Norden strömt. Selbst in Dänemark und in Südschweden haben wir diesen Wüstensand in der Luft und wir sind mit die wärmste Ecke in Europa. Wir sehen aber auch auf der Luftmassenverteilung, dass hier schon kältere Luft wartet über der Nordsee in Begleitung dieses Tiefdruckgebietes. Das rutscht ein bisschen weiter zu uns rein und wird dann den Wetterumschwung noch vor Ostern bringen. Und wir sehen auch auf der Wolkenvorhersage, dass da diese Schleierwolken gemischt mit dem Sahara-Staub durchziehen. Und wenn wir nochmal auf den Niederschlag gehen, hier im Nordwesten wird es schon wechselhafter mit so einer schleifenden Front. Wird es dort schon im Laufe des Mittwochs ein paar kleinere Schauer und Gewitter geben können. Weiter Richtung Osten und Süden mal mehr Sonnenschein, mal weniger Sonnenschein, weil dann noch zum Sahara-Staub diese Wolkenschleier drüber ziehen. Teilweise auch mittelhohe Wolken und man sieht dann nur die Sonne so mistglasartig durchschimmern. Aber trotzdem dürfte es reichen für 10, 11 Stunden Sonnenschein örtlich Richtung Westen. Ein bisschen weniger um die 7 und im Nordwesten, wo diese Schau- und Gewitterwolken da sind, maximal 3 bis 5 Stunden Sonnenschein. Und wir haben jetzt mal die Temperaturen anvisiert, die maximal auf 23 Grad steigen können, örtlich mit mehr Sonnenkraft auch bis zu 25 Grad. Das ist vom Gefühl her auf jeden Fall schon sommerlich. Und Richtung Küsten, da sind es 17, maximal 18 Grad. Wenn der Wind auflandig ist, wird es ein bisschen kühler noch bleiben, aber meistens ist es ein eben ablandiger Wind, Stärke 3 bis 4, im Südwesten umlaufend und nur sehr schwach.